Was geht ab? Was geht down, Leute? Herzlich willkommen, neues Eternal Evolution Video. Und heute wollte ich mal ein bisschen auf PvP für Beginner eingehen, PvP Arena. Und ja, es ist gerade leider auch erstmal die Summit Arena vorbei, was ein großes Turnier ist, Leute, wo man gegen mehrere Server um großartige Rewards kämpft. Aber wir gehen als allererstes mal auf die reguläre Arena ein. Als allererstes, wenn ihr in die reguläre Arena geht, kommt ihr auf diesen Bildschirm. Dort ist schon mal auf jeden Fall wichtig, ihr seht ja auch diese roten Punkte hier. Dort könnt ihr einfach immer jeden Tag einmal draufklicken und bekommt ein paar extra Diamanten. Dann seht ihr hier euren Rang, eure Wertung und man kann immer fünfmal am Tag for free kämpfen. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon ein paar mehr Tickets, aber normalerweise kriegt man jeden Tag 5 Tickets. Und wenn man alle 5 Tickets gemacht hat, sieht man hier, kriegt man erstmal nochmal 20, dann 30 und dann 100 Diamonds. Ganz wichtig ist, dass ihr eure Defensive immer einstellt. Ja, ihr seht, meine Defensive hat jetzt hier schon ein paar bessere Helden. Wir machen das aber, ist erstmal egal. Wir machen jetzt aber einfach eine Offensive, wo ich quasi immer einstelle, vielleicht einen etwas... Ja, einfache Beginner-Offensive und wichtig ist meiner Meinung nach, dass ihr auf jeden Fall immer Fights nehmt, die ihr auf jeden Fall gewinnt, weil wenn ihr die Fights gewinnt, bekommt ihr auch noch zusätzlich Belohnungen, das seht ihr gleich. Ich mache mal kurz ein Line-Up fertig, das dauert ein paar Sekunden. So oder so ähnlich wird am Anfang euer ja, PvP-Team aussehen und zwar haben wir vorne unseren Boar drinne. Aus welchem Grund haben wir Boar drinne? Er tankt sehr gut. Plus er hat diese Fähigkeit, Leute, dass er einen Helden packt und nach hinten wirft in die Backrow. Was im PvP sehr, sehr großen Impact hat und ja, helfen kann. Dann haben wir unsere Healerin Serena. Dann haben wir Zoetta in der Mitte stehen. Und Botmark und Taylor hinten drin für den Damage. Als Commander benutzen wir Brynhild. Wir benutzen Praying Eyes. Solltet ihr Praying Eyes noch nicht haben, nehmt ihr wieder entweder Soaring Medaillon. Ja, Soaring Medaillon ist sehr nice. Oder Bloodlust, wenn ihr noch nicht Soaring Medaillon habt. Hier benutzen wir wieder Company of Heroes und innen drin benutzen wir Coronate. Dann gehen wir mal rein in den Fight und den gucken wir uns dann mal ganz entspannt an. Und ihr seht hier, das ist die Fähigkeit, die ich meinte. Er wirft die Helden nach hinten und macht einen sehr langen Stun. Ihr seht es. Emma wurde sehr lange gestunt. Er hält auch relativ gut aus. Ihr seht, er hat sehr viel Leben noch. Macht sich selber auch ein Schild. Kriegt die Heilung von Serena. Und während Boar halt uns vorne hier die ganze Zeit ein bisschen hilft und alles vom Leib hält, macht unsere Backline die ganze Zeit natürlich schön Damage. Ihr seht, wieder schöner Stun hier rausgehauen. Und jetzt kommt die Ultimate auf Emma. Die hat einen Deathdown gehabt. Zack. Von unserem Botmark. Der verteilt ja Deathdowns. Und schon ist das ein kleiner, schöner Win, würde ich sagen. Ich kann euch auch nochmal hier kurz die Werte zeigen. Das sind hier wirklich alles Helden auch, die man wirklich am Anfang bekommt. Starterhelden. Damit könnt ihr ein relativ schönes Line-Up machen. Wie gesagt, Boar. Der Held ist wirklich auch sehr gut für PvP. Eben wegen diesem Wurf ist er gerade am Anfang sehr stark im PvP. Serena ist sehr stark im PvP. Und ja, die drei Helden könnt ihr später halt natürlich sehr schnell durch SSS-Helden ersetzen. Entschuldigung, wenn ihr in Woche 3 seid und eure ersten SSS-Helden so langsam bekommt. Aber die drei machen erstmal einen guten Job in den ersten Tagen, Wochen des Spiels. So, dann hatten wir schon mal die normale Arena. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dieser 3 gegen 3, wo man drei Teams braucht, Arena. Ihr seht, ich bin hier ein bisschen auf einem Account unterwegs, den ich eigentlich gar nicht mehr spiele, schon sehr lange nicht mehr. Aber hier kann ich euch das alles ein bisschen ja, besser zeigen. Ich habe schon ewig nicht mehr hier gespielt. Dort gehen wir mal rein, machen ein Team und hier sammelt man, sieht hier, man kriegt jetzt 60, ihr seht es hier, man kriegt 60 von diesen galaktischen Münzen oder wie man die nennt, pro Stunde. Von diesen galaktischen Münzen, ganz wichtig Leute, kriegt ihr hier für diesen Galaktik-Shop. Ihr spart immer 150.000, um euch Rest zu holen. Dieser Held ist ein SSS-Held,
Dieser Held ist ein sehr wichtiger Held. In vielen Bereichen wird er gespielt. Seine ultimative Fähigkeit ist quasi, er kann mit seiner ultimativen Fähigkeit einen anderen Helden eine ultimative Fähigkeit sofort aufladen. Und er verringert nochmal die Energiereduktion von den Gegnern und verstärkt eigene Effekte noch, Attack Speed und macht Death Down auch noch auf die Gegner. Das ist so ein kurzes Summary von dem. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Held. Den spart ihr immer. Es gibt hier unten auch noch Limited Tickets und Advanced Tickets, aber die holt ihr nur, wenn ihr schon der Shop geht immer 14 Tage, wenn ihr innerhalb der 14 Tage schon Rest kaufen konntet und noch genug Münzen von diesen galaktischen Münzen übrig habt. Dann kauft ihr das noch. Ansonsten spart ihr immer für Rest, ganz wichtig. Ja, ihr seht jetzt hier, man kann jetzt hier Helden auswählen, gegen die man kämpft. Man kann das auch refreshen. Dort sieht man dann immer, dass man, oh, wenn wir jetzt gegen den gefunden würden, würden wir nochmal 159 Münzen pro Stunde mehr bekommen. So, dann macht ihr euch hier drei Teams. Meiner Meinung nach am Anfang wichtig, macht zwei starke Teams. Ihr müsst nur zwei Fights gewinnen. Also Team 1, Team 2, macht ihr stark. Haut ihr eure stärksten Helden rein, die ihr einfach im Moment habt. Meiner Meinung nach ist es jetzt hier Unfug, genau zu sagen, welchen Helden oder so ihr da benutzen sollt, weil das ist unterschiedlich, welche Helden ihr halt einfach habt. Ihr haut einfach in den ersten zwei Teams eure stärksten Helden hier rein. Geht dann in den Kampf rein, könnt den Kampf natürlich auch ultra beschleunigen. Hofft dann, dass ihr es reicht und ihr gewinnt. Sekunde, ich muss niesen. Und wenn ihr den Kampf dann gewonnen habt, seht ihr, kriegt ihr 159 Münzen pro Stunde mehr. Ihr habt gesehen, wir haben vorhin 60 Münzen pro Stunde bekommen. Jetzt seht ihr hier, kriegen wir 219 Münzen pro Stunde, was schon mal natürlich ein richtig großer Unterschied ist. Hier habt ihr auch 5 Tickets am Tag. Man kann auch noch 5 nachkaufen für Diamanten. Ist aber nicht so important, meiner Meinung nach. Spart euch dort die Diamanten lieber für andere Bereiche, die ich euch schon in den anderen Videos in der Series hier ja, mit an die Hand gegeben habe. Wie gesagt, ihr könnt dann wieder hier gucken, könnt euch wieder einen Helden rauspicken. Am besten auch immer das nehmen, was ihr auch gewinnen könnt. Und so arbeitet ihr euch den Weg kontinuierlich in der galaktischen Arena auch nach oben. Ja, das war es eigentlich soweit erstmal zum PvP, was man am Anfang beachten muss. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem 5 gegen 5 Team ein bisschen helfen, wie ihr euer Lineup aufstellt. Habt ihr ja kurz gesehen, boah, absoluter Geheimtipp auf jeden Fall an der Stelle. Ja, aber ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign1.